voll bepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner macht. Hinein ins Weekend-Feeling. Nein, Spaß beiseite. Hi, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten. Ich habe euch gerade die richtig geile Ware gezeigt, die wir heute nutzen. So viel wahrscheinlich nicht. Aber ich habe mal wieder den halben Blumenladen mitgenommen. Ja, ich sagte euch ja, dass ich euch gerne Tischdekoration ein bisschen Richtung Kommunion zeigen möchte. Und da habe ich diese tollen Gefäße dafür, einfach diese runden Gläser. Und zeige euch, wie man sie mit ein paar Handgriffen richtig schön füllt und schmückt. Und das ist, was ihr braucht. Hortensien, Schneeball, bisschen Kamille, Frauenmantel, vergiss mal nicht die ersten Pfingstrosen. Hier habe ich noch ein paar schöne Ranunkeln und die Pink Sensation Moosröschen. Ja, wie ihr seht, habe ich so ein bisschen, ja, ich freue mich total auf diese Jahreszeit. Das Geile ist einfach, dass es momentan Pfingstrosen gibt, Ranunkeln gibt, Schneeball gibt. Und das kann man alles wunderbar kombinieren und das passt natürlich auch sehr gut zur Kommunion oder einfach eine schöne Tischdeko im Mai. Jetzt starten wir mit diesem Glas. Ich dachte, das nutzen wir jetzt einfach mal als Windlicht und fülle ein bisschen Granulat rein, damit die Kerze auch gerade steht. Man kann sie auch so reinstellen, aber in diesem Falle steht es einfach ein bisschen stabiler. Da stelle ich eine Kerze hinein. Und jetzt kommt, ist die Gießkanne voll. Ho, die große ist voll. Natürlich. Ja, fülle das ein bisschen mit Wasser. Weil wir werden die Blumen sehr kurz schneiden und einfach nur hineinlegen. Und da bieten sich einfach Hortensien wunderbar für, da das ein richtiges Füllmaterial ist für unten. Und natürlich die großen Pfingstrosen, dürfen wir nicht vergessen. Ja, die Hortensien werdet ihr wahrscheinlich noch nicht im Garten haben, aber die gibt es ja am Floristenladen und bald könnt ihr sie dann aus dem Garten nehmen. Ich schneide jetzt einfach diese kleinen Dulden ab, schneide sie schräg an und lege sie ins Glas. Natürlich dafür gut gucken, ob das auch mit Wasser versorgt ist, aber normalerweise, wenn man es ein bisschen gescheit reinlegt. Ich mache das jetzt hier noch mal ein bisschen mit dem Blatt. Natürlich auch niedrig genug, dass die Kerze noch gut brennen kann. Vielleicht, dass man hier oder da noch ein Hortensienblatt mit einarbeiten möchte, um noch ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Und et voilà, ist die Tischdeko fertig. Nein, so einfach machen wir es uns nicht. Mir fehlen jetzt noch so ein paar Punkte. Dafür nehme ich den Schneeball. Den schneide ich auch recht kurz ab. Entferne die Blätter, was ich ja immer ganz gerne mache. Und weil das halt wirklich ganz kurz geschnitten wird, halten die Sachen sehr gut in solch einem Glas. Wichtig ist natürlich, dass man ein bisschen großblumige Sachen nimmt. Vielleicht nicht gerade die kleinsten, feinsten Sachen. Und die verteilt man. Natürlich kann man das auch komplett nur füllen mit Blumen, ohne Kerze. Nicht mehr in der Mitte steht. Ja, dann bieten sich natürlich Pfingstrosen total gut an. Finde ich auch total schön, weil die auch so ein bisschen größer sind von der Blüte. Und wie gesagt, wenn die dann noch einen Schwung weiter aufgehen, das ist ein ganz tolles Farbspiel. Und ein bisschen Farbe, finde ich, sagte ich ja schon, geht zur Kommunion eigentlich immer. Es ist ein fröhlicher Anlass, also warum nicht ein bisschen Farbe mit dazu. Die verteile ich auch. Das ist jetzt die Sarah Benar. Ich glaube mit die beliebteste Pfingstrose. Das ist so eine gefüllte, roséfarbene. Ja, und dann wäre die Geschichte eigentlich schon soweit fertig. Um das aber jetzt noch so ein bisschen interessanter zu machen, finde ich es ganz cool, wenn wir noch so ein bisschen Vergissmeinnicht reinmachen. Oder ein paar Moosröschen. Das, was euch gefällt. Das lasse ich noch so ein bisschen hochranken an der Vase, um da noch ein bisschen mehr Spiel reinzubekommen. Man kann das natürlich statt mit Vergissmeinnicht, kann man das natürlich auch mit Gräsern machen, einfach um einen etwas interessanteren Blick zu bekommen. Dies ist auch eine recht kostengünstige Tischdeko, erst recht, wenn man sie selber macht, wenn man vielleicht auch so ein Glas zu Hause hat. Und dann haben wir
eine wunderschöne Tischdekoration. Jetzt gucke ich nochmal hier, ob wir noch was hinzufügen. Ein paar kleine Moosröschen. Ich habe es ja gerade hier. Noch ein bisschen Höhe reinzubekommen und ein bisschen Spannung. Dann habe ich auch unterschiedliche Strukturen an Blüten. Ein bisschen kürzen. Och, das Fachmensch kriegt das nicht in einem Schwupp hin hier. So, aber ich finde wirklich eine Deko, die Spaß macht, um zu machen und easy zum Nachmachen. So, du Schätzchen, komm noch mal ein bisschen höher, so wie ich das möchte. Et voilà, Deko Number One. Ja, wer Kerzenstände hat und so ein Glas nicht als Windlicht nutzen möchte, dafür habe ich auch noch eine andere Idee. Ich fülle das einfach mit Wasser. Dafür nehme ich wieder die Basis, einen Hortensientopf. Blätter mache ich alle soweit ab. Ein, zwei kleine lasse ich dran und schneide die wirklich ganz kurz, ups, ab. Und dann setze ich die Hortensie in der Mitte hinein. Ihr seht, dass ich in diesem Fall jetzt kein Granulat nehme. Man kann Granulat nehmen, man muss es nicht. Ja, und dann platziere ich einfach in der Mitte eine Pfingstrose, zwei, drei kleine Ranunkeln. Ihr solltet immer einen sauberen Arbeitsplatz haben, damit es nicht so chaotisch wirkt. So, kleine Röschen. Ich mache einfach so ein kleines Sträußchen fertig. Setze auch noch ein, zwei Ranunkeln dran. Ich glaube, dass gerade ein Düsenflieger hier entlang fährt, oder? Es wird recht laut. Oh, recht nah. Hört ihr das? Naja, gut. Aber wir leben alle noch. Ja, und dann habe ich so ein kleines Sträußchen, kürze alle Blumen, schneide sie eben schräg an. Guck, ob das kurz genug ist. Nein. Und dann platziere ich die hinein. Und dann ist da halt so ein kleines Sträußchen. Hier mache ich noch einen weiter runter. In der Hortensie drin. Dann kann man, um es noch ein bisschen ja, spielhafter oder ein bisschen sprunghafter zu machen, noch ein bisschen Hortensie. Frauenmantel mit reinsetzen. Und dann geht das. Ja, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum ich Mittwoch kein Video drauf hatte. Wir waren ein paar Tage in Amsterdam Anfang dieser Woche und ja, einfach um ein bisschen Energie zu tanken und da haben wir uns so überlegt, sollen wir mal so einen Vlog machen, das beim nächsten Mal, wenn wir mal in Holland sind. Ich meine, da gibt es richtig geile Blumenläden. Wir könnten mal nach Altmeer fahren, da wo die Blumen herkommen. Und ich dachte an euch mal die Fragestellung, hättet ihr eventuell Interesse dran? Wenn ja, dann ja, schreibt mir einfach, dann weiß ich darüber Bescheid. Dann haben wir nämlich beim nächsten Mal, wenn wir ein paar Tage chillen, mal eine Mission. Ne, Kameramann? So, dann haben wir hier nochmal einmal eine Deko. Ähnlich von der Idee her. Klar, man kann auch noch Kamille reinsetzen, man kann auch Vergissmalnicht reinsetzen. Das, was man schön findet. So, jetzt habe ich hier noch zwei Sachen. Das hier kann man natürlich auch ganz toll einfach als Teelicht nutzen, um es dazu zu stellen. Finde ich eine schöne Sache. Oder ganz einfach und easy setzen wir da zwei, drei kleine Blüten rein. Da kommt noch wieder der Schneeball im Einsatz. Den lege ich da rein. Und dann mache ich da noch eine schöne Pfingstrose rein, kürze ich wirklich ganz, ganz kurz und die setze ich rein.
und noch einmal ein kleines Moosröschen ein bisschen höher reinzubekommen. Und dann hat man auch hier eine ganz süße und kleine Dekoration. Et voilà! Oder wie man natürlich auch solche Gläser nutzen kann, ist einfach es komplett mit Wasser zu füllen. Und wir lassen da einfach, okay, so sauber ist das Wasser jetzt nicht. Ich habe ein bisschen Frischhalte reingesetzt, vielleicht, dass das jetzt noch ein bisschen runtersinkt. Man kann da zum Beispiel ein, zwei Muscheln unten reinsetzen. Ich weiß nicht, eigentlich sollten Muscheln nicht schwimmen. Diese hier schwimmt. Gut, dann nimmt ihr eine Muschel, die nicht schwimmt, die hier unten ist. Und dann setze ich da auch einfach eine tolle Pfingstrose rein. Dann habe ich hier noch einmal ein bisschen Schneeball. Und um es noch so ein bisschen sommerlicher, frecher zu machen, setze ich einfach diese kleinen Kamillenblüten rein. Die finde ich ganz süß. Die schwimmen eigentlich auch wunderbar. Und so könnt ihr so ein kleines Ja im Leben kreieren. Oder man kann das natürlich auch mit einer Schwimmkerze machen. Das geht natürlich auch. Aber die Kamille, die macht es. Also die macht das noch so ein bisschen niedlicher. Man muss halt gucken, dass man Blüten nimmt, die auch schwimmen, eine etwas größere Oberfläche haben. So, wie gesagt, man kann da auch ein paar Fische drin schwimmen lassen. Vielleicht, dass es sowas noch aus Glas gibt, um nochmal so die Kommunion im Vordergrund zu bringen. Noch ein, zwei kleine Moosröschen dazu. Und dann hat man ein ganz tolles Schwimmglas. Et voilà! Soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es sind wirklich ganz easy Sachen. Könnt ihr super gut zu Hause nachmachen. Ja, und falls es euch gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr Deko-Ideen sehen möchtet mit Blumen, Pflanzen oder anderen Krimskrams, dann einfach hier unten Abo klicken. Ja, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!